Leute, was geht ab? Ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar habe ich mir überlegt, so ein Haul zu machen, wo ich euch zeige, was ich mir in den letzten Wochen so gekauft habe. Von DM, Kiko, von Wish, von Douglas. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen sofort an. Und zwar das erste, was ich mir gekauft habe, ist von Garnier, dieses Micellenreinigungswasser. Das sieht so aus. So sieht das aus. Das hat hier oben so Öl und das ist gegen wasserfestes Make-up. Ich benutze das immer mit so einem Wattepad und gehe dann da über mein Gesicht. Ich habe es jetzt einmal benutzt. Das entfernt alles. Ich will direkt weiter mit den Sachen von DM. Dann habe ich mir von Trend It Up ein Make-up gekauft. 2-in-1 Camo Make-up und Concealer, hochdeckend und Glow-Effekt. Habe ich gerade auch drauf und ich bin wirklich, wirklich begeistert. Dann machen wir direkt weiter mit einem Concealer, den ich mir gekauft habe. Und ich glaube, der ist neu. So sieht der aus. In der Farbe 10 Nude. Die haben, glaube ich, auch nur zwei Farben. Sieht halt aus. Das ist halt so eine Farbe. Dann habe ich mir noch ein von Essence ein Fixierspray gekauft. So sieht das aus. Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Dann habe ich mir noch von NYX die Farbe, also so ein Lip Matte Lip Cream Matte Lip Gloss gekauft. In der Farbe London. Die Farbe habe ich gerade auch drauf in Kombination mit einem anderen Lippenstift. So Leute, dann können wir auch direkt weitermachen mit meine Haare los. Also dann können wir auch direkt weitermachen mit Kiko. Bei Kiko habe ich mir einmal diese Wimperntusche gekauft. Einmal habe ich mir von Kiko die Farbe 01 gekauft. Ich habe mir von Kiko die Sachen bestellt und die bei der Post gehen ja immer so richtig scheiße damit um. Und als ich dann meine Sachen ausgepackt habe, kam der schon zerdrückt an. Also der war schon kaputt. Dann machen wir direkt weiter mit noch einem Lidschatten. Der sieht auch so aus. Ist die Farbe 02. Dann machen wir direkt weiter mit den anderen Lidschatten. Das 102. Sieht so aus. Und die 236 sieht so aus. Leute, dann habe ich mir noch einen Lippenstift gekauft in der Farbe 404 131 Smart. Also ich glaube, das ist diese Smart-Reihe. Also das ist der dunklere, das 431. Machen wir weiter mit den Lip-Linern. Ich habe mir eigentlich zwei Stück bestellt. Es kam auch zwei Stück an. Paket ausgepackt, habe den Lip Liner so getestet an meiner Hand, um zu gucken, wie die Farbe ist. Und jetzt finde ich diesen Lip Liner nicht mehr. 517. Der andere Lip Liner war so ähnlich wie dieser Lippenstift. So, machen wir weiter mit Douglas. Und zwar, da habe ich mir erstmal diesen High Beam Benefit Highlighter, Flüssig-Highlighter gekauft. Der ist aber, das ist die kleine Version, also wirklich die Mini-Version, weil ich zu geizig war, um den großen zu holen für, keine Ahnung, 30 Euro. Habe ich mir den kleinen hier für, ich weiß gar nicht, 10, 12 Euro gekauft. Ja, ich zeige euch einfach mal einen Swatch. So, und ich verblende den jetzt einmal. The Professional Primer von Benefit gekauft, auch in der kleinen Version, der sieht so aus, weil ich wieder zu geizig war, um so viel Geld für einen Primer auszugeben. Ja, dann machen wir weiter mit so einem Pigment von MAC, sieht so aus. Das ist, glaube ich, auch eine kleine Version. Das ist die Farbe Kitsch Mars. Zwei Lip Liner von NYX. Die Farbe Nude Pink. So aus.
die Farbe Auburn. So aus. Jetzt das Mac Fix Plus ja, in der Originalgröße. Ich wollte das schon immer haben. Ganz vergessen, Douglas hat so Glitter Tropfen. Ups. Von, das ist so, besser gesagt, so ein Wimpern-Set von Wish gekauft für jeweils 1 Euro oder so. Einmal die hier, einmal die hier. Und die hier übrigens auch gerade drauf. Und ja, die waren richtig, richtig leicht zu kleben. Und so, meine Lieben, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen und mich abonnieren. Natürlich kostenlos. Und ja, ich würde dann mal sagen, bis zu meinem nächsten Video. Ciao, ciao!